Ja, guten Morgen, herzlich willkommen hier in der gemeinsamen Pause von LiveNet. Jeweils am Mittwochmorgen um 9:30 treffen wir uns hier auf den Kanälen via Zoom oder wo jetzt auch ihr vielleicht eingeschaltet habt für den Livestream. Herzlich willkommen, ich hoffe, ihr seid alle gut in diesen Tag gestartet. Das habe ich vorhin den Matthias Zaug auch schon gefragt, der Pastor der Evangelischen Mission Biel, und er meinte ja, ein bisschen eine Fehlplanung. Sie haben nämlich noch ein Evangelische Allianz Meeting, Gebetstreffen, aber er konnte sich jetzt dort kurz rausstellen und hat ja da einen wichtigen Termin bei uns. Wir hören nämlich etwas von dir, was du auf dem Herzen hast. Der Matthias Zaug ist Pastor der Evangelischen Mission Biel, wie gesagt, und heute unser Gast hier. Welcome. Ja, hallo zusammen, freut mich da mit euch zusammen Pause zu machen. Und genau, ich habe vorher Florian gesagt, es kann sein, dass mein Sohn jetzt dann gerade kurz nach Hause kommt. Er sagt euch dann auch hallo, er hat ein bisschen Bauchschmerzen und kommt wegen ein bisschen früher von der Schule zurück. Genau, aber das ist nicht mein Thema. Mein Thema für die gemeinsame Pause, die hat so mit einer persönlichen Not zu tun und wie da Gott doch zu mir gesprochen hat. Und zwar meine Not ist, hat angefangen mit dem Start der Pandemie, die uns ja schon lange beschäftigt. Und als das gestartet hat, war mein erster Gedanke eigentlich nicht, oh nein, was kommt da Schlimmes auf uns zu, sondern wow, was für eine Gelegenheit als Christen, dass wir da irgendwie da unsere Rolle zum Segen der Stadt wahrnehmen können. Wir können da zeigen, hey, wir haben dein Herz für Menschen, können uns engagieren und so weiter. Was für eine Gelegenheit, dass die Kinder Gottes sichtbar werden. Ich habe dann gemerkt, ziemlich bald mal, ja, da werden nicht nur die Kinder Gottes sichtbar, sondern am Anfang, da waren irgendwie alle Menschen solidarisch und haben einander geholfen. Und das war ja wirklich wunderbar und toll und begeisternd. Ja, und das hat sich ja dann entwickelt. Die Solidarität hat abgenommen bei den Menschen, je länger die Pandemie gedauert hat. Und da hat sich ein Spalt aufgemacht in der Gesellschaft. Und ja, irgendwie ist dieser Spalt auch durch die Christenheit gegangen. Und das ist immer schwierig, wenn man das Problem an verschiedenen Orten sieht. Dann ist auch die Lösung, sieht ganz verschieden aus. Also konnte man als Christen gar nicht so gemeinsam agieren. Und das wäre eigentlich so mein Herz gewesen. Wow, in dieser Zeit, was können wir zusammen tun? Und das war eine Not bei mir. Und dann ist es weitergegangen, ja, immerhin beten könnten wir ja, oder? Zusammen beten. Und dann merkt man oft, auch das Beten ist schwierig, weil die einen beten in diese Richtung, die anderen beten in diese Richtung. Und dann war meine große Frage, die mich beschäftigt hat, ja, Herr, auch eben in Bezug auf die Allianz, wie können wir als Bieler Christen gemeinsam beten? Was sollen wir beten? Und da ist mir durch den Kopf geschossen, ja, genau diese Fragen haben die Jünger ja auch schon mal Jesus gefragt. Was sollen wir beten? Wie sollen wir beten? Und dann habe ich mich mit diesem Gebet beschäftigt und ziemlich schnell gemerkt, wow, dieses Gebet passt hundertprozentig in die aktuelle Situation. Es hat mich echt berührt. Dieses Gebet führt uns an einen Ort der Ruhe und der Sicherheit. Es macht demütig, es macht Gott groß. Es erinnert uns daran, um was es wirklich geht im Leben. Es erinnert uns, dass wir einen Versorger haben. Es bringt uns ins Reine mit anderen Menschen und mit Gott. Es schützt uns auch davor, dass wir irgendwie uns vom Bösen irgendwie einnehmen lassen. Genau, und ich habe gemerkt, hey, wenn wir Christen dieses Gebet beten, dann macht das im Kleinen einen Unterschied. Vielleicht haben wir nicht die große Lösung, aber wenn wir dieses Gebet gerade in dieser Situation speziell beten, dann kann das sehr kraftvoll sein. Und ich habe begonnen, das für mich aktiver wieder hervorzunehmen, wieder zu beten. Und genau, dann haben wir das auch in die Allianz hineingenommen und wir haben dann als Allianz Biel so Gebetskarten gemacht. Gemeinsames Beten als Beitrag zum Frieden und Wohlergehen. Und das basiert alles auf dem Unser Vater, ist eigentlich das Unser Vater. Und ich habe gemerkt, dieses Gebet, das beten alle Christen und das ist ein unglaubliches Potenzial, dass wir zusammen beten können. Und ich
selbst eben betest. Wir haben vorher auch gerade in der Allianzzeit, die wir da gehabt haben, haben wir auch mit dem gebetet und wir merken, es ist in dieser Situation ganz besonders, wenn Jesus etwas sagt, ist es immer gut, aber in dieser Situation ganz besonders kraftvoll. Und ich möchte ganz kurz mit euch jetzt noch durch dieses Gebet durchgehen, wieso es im Moment einfach so für mich kraftvoll ist. Es beginnt ja, das ist unsere erste Karte, unser Vater im Himmel. Irgendwie, das ist so das Nachhausekommen, oder? Die irgendwie merken, wow, Gott ist da und er ist mein Vater. Ich weiß nicht, ob ihr euch an euch als Kinder erinnern könnt. Wenn irgendetwas Schlimmes war, dann ist man zu den Eltern gerannt und alles hat sofort anders ausgesehen. Und das macht irgendwie bei uns so eine Ruhe, eine Gelassenheit, ein Frieden, den wir als Menschen in diesen Situationen gebrauchen können. Geheiligt werde dein Name, das ist die zweite Karte. Einfach darüber zu staunen, wie groß, wie unfassbar Gott ist. Und das ist auch so eine riesige Zuversicht. Seine Pläne, wir müssen sie nicht verstehen. Wir müssen nicht verstehen, was da geht. Aber wir dürfen wissen, da ist ein Gott, der sprengt jedes Denken. Was ist das für eine Zuversicht, dass dieser Gott unser Vater ist. Dein Reich komme, auch gerade das, wir beten das. Das ist unser gemeinsames Anliegen als Christen. Wir wollen uns nicht irgendwie irgendwo beteiligen, sondern wir beten gemeinsam, wir wollen, dass dein Reich sichtbar wird. Und das ist ein persönliches Commitment, immer wieder neu. Ich möchte mein Leben dir zur Verfügung stellen, dass dein Reich kommt. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Für mich ein ganz besonderes, wichtiger Teil, weil was wissen wir schon, was im Moment richtig ist? Und es ist so schön befreiend, dass wir einfach beten können, zusammen mit unseren unterschiedlichen Ansichten. Nicht mein Wille, nicht das, was ich denke, sondern dein Wille, Jesus, soll geschehen hier auf dieser Erde. Ah, das tut so gut zu wissen, wir können das zusammen beten. Dann unser tägliches Brot gib uns heute. Das erinnert uns daran, dass wir uns persönlich nicht Sorgen machen müssen, auch als Pastoren. Unser Gehalt ist davon abhängig, wie unsere Kirche läuft. Und das kann uns schon manchmal ein bisschen Angst machen. Auch andere Personen sind gefährdet in ihren Stellen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir dürfen ruhig sein. Und dann und vergib uns unsere Schuld. Wir werden schuldig an anderen Menschen, gerade in so Konfliktsituationen. Und wir beginnen bei uns selbst, uns erforschen zu lassen durch den Heiligen Geist. Und dann die nächste Karte, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, so wie Gott uns vergibt, so wie wir in unseren Fehlern immer wieder seine Vergebung erfahren, dürfen wir auch anderen vergeben, die uns vielleicht verletzt haben in den letzten Wochen, Monaten, Tagen, mit irgendeinem unbedachten Spruch. Und dann die letzte Karte, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie das so geht, was alles ist. Und so leicht gerät man irgendwie auf einen komischen Weg. Und wenn wir das Tag für Tag oder vielleicht ein, zwei Mal in der Woche beten, lass mich nicht zum Instrument werden, dass ich irgendwo in eine komische Richtung gehe, sondern dass ich on track bleibe. Was ist das für ein entspannendes Gebet, das beten zu dürfen? Und die letzte Karte war dann so ganz allgemeine Anliegen wie für die Einheit der Kirche, für die Regierenden, einfach eine freie Fürbittezeit, wo wir uns Zeit genommen haben für das Gesundheitswesen, für die Leidtragenden der Pandemie und so weiter. Und wir haben gemerkt, wow, das ist unglaublich kraftvoll. Jesus, danke vielmal für dieses Gebet. Und vielleicht inspiriert es auch dich, dieses Gebet auch gerade in dieser Zeit wieder hervorzunehmen. Genau, das war's von mir. Ich hoffe, unser Vater ist natürlich viel tiefer und so. Ich habe wirklich im Schnellzugstempo. Man darf da noch viel mehr drüber nachdenken. Genau. Herzlichen Dank, dass ich das mit euch teilen durfte. Ja, wir danken dir, Matthias, dass wir ein wenig Einblick erhalten haben, auch was in Biel abging über diese Zeit und wir mit diesem unser Vater eben durch diese Zeit auch betend gegangen sei, dass
Habe ich nicht gewusst vorher. Und deshalb ist diese gemeinsame Pause eben auch immer wieder schön zu sehen, was tut sich da im Reich Gottes, was legt da der Heilige Geist unseren Glaubensgeschwistern aufs Herz. Und bei euch war es jetzt dieser wunderbare Ansatz. Herrlich, das einmal mitzukriegen. Danke dir, Matthias. Und wenn wir schon vom Gebet haben, dann lassen wir dich auch wieder springen ins Allianzgebet, in Biel. Sagst du, ich kann dabei bleiben. Kannst doch dabei bleiben. Ja, also. So oder so sagst du dann liebe Grüße auch vom LiveNet-Team. Wir haben ja wieder eine Regio-Zeitung dann geplant, auch in Zusammenarbeit mit euch. Und da freue ich mich schon, dass wir das auf Pfingsten dann realisieren dürfen miteinander. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt gehen wir in den Breakout-Sessions noch ein wenig tiefer in dieses Gebet und schauen, was angeklungen ist bei denjenigen, die jetzt mitgehört haben heute Morgen in den Breakout-Sessions und natürlich auch bei allen, die jetzt irgendwo auf Facebook, YouTube und anderen Kanälen mitgehört haben. Da wünsche ich euch auch, dass ihr euch die Zeit nehmt, vielleicht ganz bewusst mal dieses Unser Vater wieder zu beten in dieser Zeit, wo es besonders kraftvoll ist, wie Matthias gesagt hat. Und wir wünschen allen schon mal an dieser Stelle einen gesegneten Tag und vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.